und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klappschwarte. Wir sind in einem aktiven Abwasserkanal und der führt uns zu ganz, ganz tollen Steuerungssystemen und die wollen wir uns heute mal angucken. So, also wir waren schon, wir sind immer mal wieder niedriger von der Deckenhöhe, immer mal wieder höher. Da habt ihr hier diesen alten Gewölbe nachgebaut, der mit Spritzbeton unterirdisch geflickt wurde. Es ist halt ein alter Abwasserkanal. Beziehungsweise ein aktiver Abwasserkanal und dementsprechend riecht das auch hier drin. So, dann habt ihr halt überall so Abzweige. So, jetzt haben wir schon das erste, ja, den ersten kleinen Wasserfall sozusagen. Aber die Leute waren so gut und haben uns hier tatsächlich eine Treppe reingebaut und jetzt ändert sich das Gesicht dieser Anlage. Jetzt wird es größer und es sieht schon nach Gewölbe aus. Also wir sind jetzt schon hier in dem Gewölbebereich. So sind damals Gewölbekeller halt gemauert worden. Und das Ding ist halt ja ewig und drei Tage alt. Und hier, das war mal eine Türe, also hier ist noch der Sturz drin, abgemauert. Und hier hinter ist wahrscheinlich irgendwas anderes, ein Keller oder sowas. Wir gucken mal, was wir noch so finden. So, hier hinter ist der Kanal schon wieder so Licht. Wie gesagt, das hat man halt dran gemacht. Das sind diese, wie in den verschiedenen Bunken, wenn die da vorgeschraubt und dann kommt hier Spritzbeton drüber. Also wir haben hier ständig wechselnde Gesichter drin und hier. Das ist Schmutzwasserkanal. Also hier haben wir richtig Schmutzwasserkanal. Da kommt jetzt richtig Jauche raus. Man hört es auch fließen. Also dahinter ist der Schmutzwasserkanal und das ist ein Überlauf. Und hier ist auch noch Toilettenpapier. Also so. Dieses feuchte Toilettenpapier, das löst sich halt nicht auf. So, und das ist der Überlauf. Also wenn der Schmutzwasserkanal zu werden wird, das, damit der halt nicht überlastet ist, lügt dann hier raus, hier hin und wird dann hier über den Regenwasserkanal abgeleitet. Also auf gut Deutsch, wir laufen hier durch die Scheiße an überlaufen. Dann riecht's. Ja, alles mega glatt. Und Freunde, jetzt sind wir wieder in dem neueren Kanal. Guckt mal an mir vorbei, also hier ist alles eklig. So sieht das Ganze aus. Und wir müssen noch ein Stück laufen und dann sollten wir gleich am Ziel sein. Schauen wir mal. So Freunde, nach endlos langen, eiförmigen Schächten, Kanalisationen sind wir jetzt hier. Es geht nach oben, also Richtung Katakomben. Guck mal, das ist alles Flutmarker. Also wenn es hier regnet, läuft das Ding voll. Es ist sehr risikobehaftet, nicht nachmachen. Gehen jetzt hier mal hoch. Mal oben, also auch hier ist wieder Hochwassermarken und da ist halt auch Papier bei. Das bedeutet, das ist ja im Prinzip der Überlauf hier von dem Schmutzwasserkanal. So sieht das Ding hier aus. Katakomben, schaut mal her. Alles Gewölbe, alles abgebaut, alles überall. Ja, hier kommt natürlich jetzt das Jagdfieber auf. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. So Freunde, wir sind, also hier ist auch ordentlich Wasser rein. Also wir haben hier diese schönen ganzen abgemauerten Katakomben, die hier so beliebt sind. Und da soll es natürlich auch Highlights geben. Da sind wir natürlich nachher auf der Suche nach. Auch im Prinzip mit Blumen, also Gewölbekeller, Katakomben. Und hier haben wir noch Autos stehen. Hier könnte irgendwie ein VW T1 Bus gewesen sein. Also hier sind tatsächlich noch Pedale und die Lenksäule ist noch da. Der Sitz ist noch da. Der Rest ist eigentlich durchgerockt. Das ist auch irgendein Auto. Wenn ihr das wisst, was es mal war, schreibt es mal in die Kommentare. Hat sogar noch einen Motor und einen Auspuff. Also es war eindeutig ein VW. Das ist dieser luftgekühlte Dings irgendwas. Also Motor ist auch noch da. Stoßstange ist noch da. Ohne Ende Thema. Also es geht hier Kilometer lang. Also wir sind unter einer deutschen Kleinstadt.
die komplett untertunnelt. Wir gucken mal, was wir noch zu finden. So, also wir sind jetzt nochmal tiefer in dieses Gewölbe vorgedrungen. Also hier hinter mir auch schon Stalaktiten von der Decke. Wir kommen sogar Würstelchen dort von oben. Das ganze Ding hier, also das ist schon ewig und drei Tage alt. Und das wurde natürlich auch im Zweiten Weltkrieg als improvisierter Luftschutzkeller genutzt. Also hierhin sind die Leute tatsächlich geflüchtet, wenn ein Fliegeralarm oben stattgefunden hat. Ist schon spannend. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. So, Katakomben, neuer Kanal, Abwasserkanal wieder mal. Wir gucken mal, wo der Abwasserkanal uns hinführt. Also es ist alles glatt in diesem Kanal. Es geht auch überall immer mal wieder runter in andere Bereiche. Das ist ein Regenwasserkanal, also hier kommt Regenwasser durch. Aber das ist gleichzeitig der Überflutungskanal von dem Abwasserkanal. Das heißt, wenn der Sturzflug kommt oder irgendwas, dann läuft der Abwasserkanal, Sturzwasserkanal vor. Und das windet sich mit Regenwasser. Ja, also das ist scheiße gefährlich, was wir hier machen. Das ist nicht der Nachbar. Also die Deckenhöhe wird auch niedriger. Also hier kann ich nicht mehr. Nicht mehr ganz schwer, also ich muss Köpfchen einziehen und hier unten habt ihr dann die Ringe. Also es ist an für sich schon sehr, sehr spektakulär. So Freunde, abgemauerter Kanal, Decke wird natürlich wieder niedriger, wir gucken mal, wo wir hinkommen. Deswegen liegt wahrscheinlich hier dieser Einkaufswagen, dass man halt hier Zugang zu den Katakomben hat. Das ist wahrscheinlich die Möglichkeit, warum das Ding hier noch mit. So Freunde, wir sind jetzt am Ende angelangt. Da vorne ist wieder Licht am Ende des Tunnels. War eine coole Nummer, weil wir durch aktive Kanäle mussten, um zu diesen Katakomben und Luftschutzkellern hinzukommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Habt ihr Anregungen dazu, auch in die Kommentare. Wart ihr auch schon mal an solchen Orten? Schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr einen Klatschwarten-TV-Patch oder eine Tasse? Auch in die Kommentare, E-Mail an uns. In dem Sinne, Klatschwarten-TV raus, macht's gut. Ciao, ciao.